Manuel, 5-2 gewonnen gegen Wil. Gratuliere, aber zuerst noch eine andere Zahl. 200. Gratuliere. 200 Mal für den FC von dort. Dankeschön, ja. Hört sich gut an. Ich muss sagen, ist eine schöne Zahl und ich glaube nicht alltäglich, dass man so viel Spiel für einen Verein macht. Und es freut mich extrem. Aber noch mehr freut mich der Sieg heute. Ja, ist natürlich super gewesen heute, oder? Vor allem die zweite Halbzeit, da haben wir richtig aufgetrollt. Ja, ich finde auch, wir haben uns die zweite Halbzeit richtig belohnt für den Aufwand. Erste Halbzeit leider Tore noch nicht gemacht und blöde Tore kassiert, aber die zweite Halbzeit war echt stark und hat Spaß gemacht und auf dem können wir aufbauen, ja. Ja, kannst du ein bisschen verraten, wie denn das ist, wenn man auf dem Platz ist und auf einmal das Kombinieren so funktioniert und die Tore einfach kommen? Ja, es fühlt sich gut an. Ich glaube, jeder Spieler kriegt Selbstvertrauen. Es geht alles viel einfacher. Die Füße sind leichter wie sonst. Und ja, es macht einfach Spaß und ja, muss man ausnutzen, wenn es gut läuft. Ja. Eben 200 heute, hoffen wir noch einen Haufen mehr für den FCV. Ja, das ist das Ziel. Ich fühle mich da wohl und bin froh, dass ich so viel Spiel schon gemacht habe für den Verein. Und haue mich natürlich weiter rein, dass es noch einige mehr werden. Ja. Tun ich gratuliere, 5-2 gewonnen gegen Wil. Das ist jetzt ein super Resultat, aber es war ein Kampf gewesen. Ja, auf jeden Fall. Erste Halbzeit ja, war ziemlich ausgeglichen. Wir hatten zwar etwas mehr Ballbesitz, aber wir konnten immer wieder ein bisschen Kontersituationen erfahren, aber sind nicht ganz gefährlich geworden. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir den Deckel zugemacht und verdient auch gewonnen. Ja, und dank dir. Zwei super Goal hast du gemacht. Es waren schöne Goal. Ich hoffe, jetzt kommen wir noch weitere dazu. Und kann man das schon so sagen, nach diesen zwei Goals von dir, da bist du gerade nochmal irgendwie nochmal ein paar Prozent mehr geworden. Also ich kann mich erinnern, so gegen den Schluss, da, die Trickli da an der Seite, das macht schon etwas mit einem, oder? Ja, auf jeden Fall. Gold tut jedem gut. Und dann wird alles einfach und das Zeug, was ich dann mache, und wir von allein. Und jetzt ist das so ein spezieller Match gewesen heute. Der 200. von Manuel Sutter wird dann noch ein bisschen gefeiert. Ja, ich denke, so wie der Manu auf sich schaut und so, wird er noch einige Spiele machen. Hoffe ich, wünsche ich für ihn. Ja, wird sicher gefährdet, ja. Alex, das ist eine Explosion auf dem Platz heute, oder? Volle Pulle Energie. Ja gut, also etwas muss man schon sagen, dass ich habe es gerade vor dem Präsidenten von Wil gesagt, dass man natürlich Wil in der Regel viel stärker erwartet und das ist immer ein riesen Krampf gegen sie. Und heute ist es eigentlich relativ reingegangen, sage ich. Ja, wieso? Hast du sie so gut eingestellt, unsere Leute? Ich habe heute zwei, drei Sachen etwas anders gemacht. Und zwar bin ich sonst beim Einlaufen auch sehr emotional, ich selber. Und heute habe ich gesagt, ich nehme mich heute mal ein bisschen zurück. Ihr müsst auf dem Platz untereinander müsst ihr emotional sein und viel schwätzen, einander helfen, dirigieren. Und ja, also am Schluss ist mir dann immer gescheiter und sucht dann eben Gründe, jawohl, es ist das oder das oder das, aber schwierig zu sagen. Eben, wenn man die Sussen so beobachtet und man kennt das Ritual auch, darum habe ich am Anfang gesagt, Alex, Explosion, einmal fast losgeht so im Kreis und so, gibt es jetzt ein neues Ritual? Ja gut, jetzt habe ich, aber das tue ich manchmal auch spontan. Die Spieler haben dann zu mir geschaut, ich habe ihnen nicht gesagt, dass ich eben heute nicht in den Kreis komme, also Anfangsspiel und auch in der Halbzeit, wo ich das eigentlich immer mache. Und heute habe ich es einfach nicht gemacht, bin einfach auf dem Bänkchen geblieben. Und die Spieler haben dann das Ritual halt dann selber initiiert. Und das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und überhaupt nicht so schlecht ist das Resultat, 5-2. Was bedeutet jetzt das für die nächsten Spiele? Ja gut, ich kenne die Resultate von der Gegnerschaft, von der Winterthur, Schaffhausen. Winti hat, glaube ich, gerade noch in der 94. ausgeglichen. Aarau hat gewonnen. Es ist natürlich schon ein paar schwierig, dort noch herzukommen. Aber wir müssen zuerst mal unsere Aufgaben lösen. Kriens, auch das, ist nicht ein Selbstläufer. Wir müssen einfach unsere Punkte holen und nachher schauen, ob es noch ein kleines Wunder gibt. Ich habe das einmal mit Lausanne erlebt, vor 10 Jahren bald, 9 Jahren. Da sind wir 7 Spiele vor Schluss, 14 Punkte hinter Lugano und 11 hinter Vaduz gewesen. Haben jedes Spiel noch gewonnen und sie haben nur noch verloren und wir sind aufgestiegen in die Superliga. Also das wäre eigentlich so mein Wunschdenken.